In der Klinik für Urologie und Kinderurologie werden nahezu alle Erkrankungen der ableitenden Harnwege sowie der Genitalorgane vom Kleinkind bis ins Erwachsenenalter behandelt. Ein Schwerpunkt von Chefarzt Dr. Volkert ist die Behandlung urologischer Tumorerkrankungen. Gut- und bösartige Tumore der Nieren, Nebennieren, der männlichen Geschlechtsorgane, der Harnblase sowie der Prostata werden hier sicher diagnostiziert und therapiert. Wir können kleinere Prostata-Adenomen oder Vergrößerungen über die Harnröhre operieren. Das ist auch möglich, das relativ blutarm zu machen. Alternativ zum Laser haben wir die bipolare Resektion eingeführt, die qualitativ genauso gut ist wie eine Laserresektion, aber den goldenen Standard der ganz normalen transuralen Operation beibehalten. Dadurch ergibt sich eine gute Qualität für die Operation und natürlich auch eine relative hohe Zufriedenheit der Patienten. Alle operativen Verfahren sind in der Klinik etabliert. Von der laparoskopischen Therapie über nierenerhaltende Tumorresektion bis zur Harnblasenersatztherapie. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Steintherapie, die minimalinvasiv durchgeführt wird. Das heißt, mit endoskopischen Verfahren werden Steine aus dem Harntrakt extrahiert, aus dem Harnleiter. Es werden aber auch Steine auf minimalinvasiven Wege perkutan entfernt, das heißt über die Haut werden Instrumente in das Nierenhöhlraumsystem eingebracht, wo dann Steine aus dem Nierenbecken oder aus den Nierenkelchen entfernt werden können. Es werden Spezialsprechstunden für Tumorerkrankungen sowie für die Harninkontinenz angeboten. Die Klinik bietet individuelle Therapien an. Minimalinvasiv werden Inkontinenzoperationen bei Frauen durchgeführt mittels Bändern, die man auf verschiedene Art und Weise vor die Harnröhre legen kann. In der Regel ergibt sich dann ein guter Therapieerfolg. Der stationäre Aufenthalt ist kurz. Die Beschwerden für die Patienten sind gering. Die Zufriedenheit ist relativ gut und die Mehrzahl der Patientinnen profitiert davon.